Lichtkristall. Der Lichtkristall ist in der linken unteren Bildschirmecke. Was? Der Lichtkristall in der linken unteren Bildschirmecke zeigt an, ob du sehen oder in Schatten verborgen bist. Siehst du im Schatten, bist du schlechter zu sehen. Stehst du im Schatten, bist du schlechter zu sehen. Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich nur umgesehen. Ich weiß, du gehst gerne voraus. Ja. Ist der wahnsinnig? Ich drücke doch. Also. Das Spiel funktioniert auch nicht wirklich, oder? Du solltest dir auch so ein Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Da komme ich dann wohl nicht weiter. Laden wir ab, bevor der Midsommertag vorbei ist. Ich habe Schritte gehört. Ja, warum nicht einfach meine Schere mitnehmen, ne? Wieso kann ich immer nur bei bestimmten Ecken nachschauen? Was passiert, wenn ich jetzt entdeckt werde? Die dramatische Musik gleich. Ja, erstmal nehme ich das hier schön mit. Und LT ist das nicht, LB. Geralt, komm schon. Ja, gleich. Kann man die nicht irgendwie töten? Gefällt dir die Kralle? Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erstmal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. Hallo? Ah. Mach doch mal den Bogen jetzt weg.
Du klaust aber schon noch, oder? Ich hab schon gestohlen, als du noch in den Windeln lagst. Das ist der Garrett, den ich kenne. Ups. Wo waren sie überhaupt? Hä? Bin ich jetzt blöder, oder? Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Geh doch hoch, herüber. Hallo. Ach, da steht es doch auch. Mann, bin ich dumm. Welcher Schlagdolch? Oh, es gibt eine Karte? Das stimmt ja, ich kann die ja nicht einfach erschießen. Fällt mir gerade so spontan ein. Da steht doch RB. Ach, jetzt auf einmal funktioniert das, Alter? Ich sag's ja, ich drücke schon öfters genug drauf, aber manchmal reagiert es nicht. Komm doch aus der Hocke weg. Sieh mal, was ich gefunden habe. Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht? Wohnung des Foyers. An Orten, an denen ich nicht willkommen bin, versuche ich nicht aufzufallen. Und davon gibt es eine Menge. Och Junge, du solltest doch spähen. Von hast du... Ja... Es ist schwer, in dieser Gegend ein Geheimnis zu wahren. Wenn du schon wie ein Wachmann auf die Straße pinkelst, geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Abgesehen davon... Ich wurde jetzt gemeint. Zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Komm schon, kosten wir mal diese Entenflügel. Ja, Entenflügel klingt lecker.
Hör auf zu laggen. Ich glaube, einer ist hier drin. Vogel zuerst nicht gesehen. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel. Sondern um was? Und auch um das Wie. Dieses Urkraftsteinding, das Besso will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. So. Oh, muss die Xbox unbedingt so laut sein? Xbox, geht's dir gut? Oh, ey. Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Nicht? Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Schleichen durch Garen. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir auch nicht. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. So. Was, Manuel? Wieso ist das... Wieso ist Manuel Speichern nicht... Was? Gut, dann spiele ich doch noch ein bisschen weiter. Bewegung A. Um zu sprinten und schnell zu Schatten zu laufen.
ist da. Sie erinnert mich ein bisschen an auf Orks and Men mit Sticks. Halten. Bronson, komm mal her. Ah? Alter. Kannst du mal dem Neuen helfen? Er versucht seit 10 Minuten eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach's ja. Schon, bevor er sich selbst anzündet. An bestimmten Oberflächen wie Wasser sind Bewegungen, Geräusche, geräuschvoller. Gier geduckt durch das Wasser, um unbemerkt zu bleiben. Geh zum Behälter und nimm die Wasserpfeife an dich. Gesundheit. So, jetzt kann ich rauchen. Das verdammte Feuer geht ständig wieder aus. Du wirst nicht mal eine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Alter, was war denn das? Hat das gerade jetzt ernsthaft nicht mitbekommen? Was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos und lebendig. Warum hast du ihn getötet? Er war kaum älter als du. Er war ein Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast dich nicht verändert, was? Und du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie ohne guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar, ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht böse ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie später ein Antagonist wird. Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen. Kann ich jetzt sterben? Du hältst mich auf. Diese verdammte Kralle hält dich auf. Also ich weiß nicht, ob es jetzt... Ich gucke jetzt mal kurz was. Wenn ich jetzt ganz woanders bin, ist es mir relativ wurscht. Das werde ich jetzt sehen. Ich bin schon bei 42 Minuten und ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit beenden.
Gut, also hier ist der letzte Speicherpunkt. Ich hoffe, es hat auch da gespeichert. Das werde ich dann zum nächsten Mal sehen. Ich werde einfach das nächste Mal ein Offscreen dann laden. Dann werde ich sehen, ob es gespeichert ist oder nicht. Dann bedanke ich mich, dass ihr für die zwei Parts zugesehen habt. Und dann geht es ab das nächste Mal hier weiter. Ich sage ansonsten hier nur noch Tschüss. Und wieso rede ich so merkwürdig mit meiner Stimme?